Wir hatten ja im letzten Jahr eine sehr hohe Arbeitslosigkeit durch Corona und das Ziel der Corona-Job-Offensive war, Menschen, die vor allem während Corona arbeitslos geworden sind, zu unterstützen und die Zeit zu nutzen, um sie zu qualifizieren und je nach Beruf, um sie entweder aufzuqualifizieren, also sie für bessere und besser bezahlte Jobs zu qualifizieren oder umzuqualifizieren, wenn sie in Bereichen tätig waren, wo die Wahrscheinlichkeit groß war, dass man keinen Job mehr findet. Und deswegen gab es ja auch die Schwerpunktbereiche Pflege, Gesundheitsberufe, der Bereich Digitalisierung und MINT, das haben wir uns heute auch näher angeschaut, der Bereich Klima und Umwelt, um eben Menschen am Arbeitsmarkt für die zukünftigen Jobs vorzubereiten. Und wir sind bei über 100.000 Personen, die diese Angebote schon angenommen haben. Die Corona-Job-Offensive ist sehr offen. Es gibt Ausbildungsmöglichkeiten in allen Bereichen und niemand wird in einen Bereich gedrängt, den er nicht machen möchte. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es geht darum, für alle Menschen, die arbeitslos geworden sind, den Bereich zu finden, wo sie glücklich sind, wo sie auch gut sind, wo sie Kompetenzen haben. Und das wird von Person zu Person unterschiedlich sein, aber niemand wird in einen Bereich gedrängt, der für ihn oder für sie nicht passt oder nicht sinnvoll ist. Wir haben gesagt, jetzt angesichts der guten Dynamik am Arbeitsmarkt und angesichts der vielen Programme, die es gibt zur Ausbildung, zur Qualifizierung, zum Fachkräftestipendium, jede Menge andere Programme, auch das Programm Sprungbrett für Langzeitarbeitslose, ist es Zeit, wieder bei Sanktionsmöglichkeiten, beim Verpflichtungscharakter von Maßnahmen, die den Status von vor Corona herzustellen. Wir waren während Corona natürlich dort anders. Wir haben gewisse Sanktionen nicht verhängt. Wir haben zum Teil die Sanktionen ausgesetzt, vollständig ausgesetzt. Und jetzt geht es wieder darum, das, was immer schon gültig war, einfach wieder durchzusetzen. Das ist etwas, was sehr wenige betrifft, aber ich glaube, es ist wichtig jetzt, es bekommt jeder ein Angebot, ein Vermittlungsangebot oder ein Qualifizierungsangebot und wer das immer wieder ausschlägt, da müssen dann die Sanktionsmöglichkeiten greifen. Die Kurzarbeit startet jetzt in der Phase 5 mit zwei verschiedenen Varianten. Eine Variante für die massiv betroffenen Unternehmen, eine Variante für alle. Und wir werden sehen, wie viel das genutzt wird. Wir glauben, dass im Laufe des Sommers für beide Varianten gemeinsam ungefähr 100.000 Personen angemeldet sein werden. Aber es wird natürlich auch von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängen. Wir haben noch ein paar Bereiche, wo es noch starke Einschränkungen gibt. Bei den internationalen Touristen aus Übersee zum Beispiel, das betrifft die Stadthotellerie. Das betrifft auch die großen Kongresse zum Beispiel, auch in Europa. Und da wird es noch Kurzarbeit brauchen. Und dann gibt es ein paar Bereiche, wo es noch stärkere Einbußen gibt. Aber ich glaube, dass die Kurzarbeit viel, viel stärker zurückgefahren werden kann, als wir das noch vor einigen Monaten erwartet haben. Und wir werden die Kurzarbeit jetzt konjunkturgerecht in den nächsten Monaten auslaufen lassen können. Es ist immer noch ein wichtiges Sicherheitsnetz für eine mögliche Verschlechterung der Lage, die wir uns alle nicht erhoffen.